Mein Bier ist jetzt auf 20 Grad abgekühlt, beziehungsweise die Würze, und wir brauchen noch die Stammwürze. Das heißt, ich nehme meinen Standzylinder und setze die Spindel ein und gebe einen guten Schwung, sodass eben sich keine Stoffe dran anhaften, falls da schon CO2 drin ist oder irgendwelche Stoffe, die das Auftreiben ermöglicht, dass das nicht anhaftet an der Spindel. Und dann können wir ablesen, was jetzt die erzielte Stammwürze in meinem noch unvergorenen Bier ist. So, wir sind jetzt hier bei ungefähr 11 Stammwürze. Man sieht es, und zwar da, wo die Flüssigkeit genau auf die Skala trifft, das sind ganz zum Schluss, geht es ein bisschen hoch an der Flüssigkeit, das ist meine Stammwürze. Und die guckt mich natürlich nie so richtig an, die Zahl. Doch, alles klar. Ja, es ist 11. Ja, 10, 11. Genau, es ist in Zweierschritten, also darauf achten, welche Skalierung ihr habt bei eurer Spindel. Genau, das war 11. Sicherheitshalber nochmal, weil dieser Wert halt extrem wichtig ist. Und gerne mache ich auch einfach ein Foto davon, damit ich mir das einfach in Größe anschauen kann, wenn das eben fertig geschwungen ist. So. Stoppt immer da, wo ich nicht stehe. Das ist immer das Gleiche. So, jetzt sehe ich nichts, weil es bei mir direkt beschlagen ist. Okay, aber es müsste 11 sein. Also wunderbar, weiß ich, mit was ich weiterarbeiten kann. Spannend bei der Stammwürze ist, wenn man das minus 2 geteilt durch 2, hat man ungefähr den Alkoholwert, den wir erwarten können. Das heißt, minus 2 sind 9, also 4,5 geteilt durch 2, 4,5% Alkohol für unser Pale Ale. Kommt noch ein bisschen was durch die Zuckerzugabe bei der Fermentierung drauf. Also sind wir bei schicken 5%. Finde ich gut gelungen. Freue mich drauf. So, Stammwürze gemessen. 11 Grad Plateau. Riecht schon gut. Ich probiere mal. Geht schon in die richtige Richtung. Die Bitterkeit des Hopfen kommt durch. Schön süß. Ich bin gespannt.